Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer weiteren Minecraft-Map nach dem gestrigen Tag. Wegen dem gestrigen Video habe ich auch immer noch hier den Frisk-Skin drin. Eine Undertale-Map habe ich nicht gefunden, deswegen spielen wir heute Find the Button. Hier sind Info-Regeln, Köpfe vom Entwickler, Info von Rush Al-Ghul. Ich will erstmal. My first name was MineGamer03. Er hat kein YouTube. Es ist seine erste Map, also kann sie ein bisschen scheiße sein. Regeln. In Adventure Mode. Nicht cheaten. Also, ich sag's so, wenn ich jetzt in einem Level 3,5 Stunden hänge, dann werde ich vermutlich auch mal hier. Ah, kann abbauen, laufen. Level 1 Forest. Dann werde ich, denke ich, auch mal ein Level visieren. Alternativ vereinfachen. Ich hoffe, ich muss hier nirgends hoch, weil das wäre ein bisschen scheiße, wenn ich jetzt aus Versehen das falsche Lauf abbaue. Aber damit kann man gut abbauen. Too easy. Ja, den kann man nicht mal drücken, oder? Ah, doch. Lol. Inventar wurde geleert. Ist das gerade dein Ernst? Das ist das Level. Ich habe gerade keine Ahnung, wie viele Level es gibt, muss ich sagen. Aber bisher, ich hoffe, da kommt noch mehr. Level 3 Minen, aber das ist auch schon wieder verdammt kurz. Also ich kenne schon so ein paar Tricks und Kniffe von solchen Maps, also. Ich erwarte, wenn diese Map wirklich so leicht ist, jetzt nicht, dass ich irgendwie hängen bleibe. Kann auf Redstone-Erz platziert werden. Boah, das ist so ein Shortcut in Minecraft, den kenne ich noch nicht. Wie man sich alles von einer Sorte auf einmal grabt, das in einer Kiste ist. Hier, ich nehme mein Zeug mal mit, yay. Auf Redstone-Erz. Kann ich das platzieren, das heißt da oben. Was kann ich hier in der Endertruhe machen? Boah, Treasures. Habe ich reingetan. Mehr kriege ich hier nicht. Wenn es das schon war, wäre das aber ein bisschen lame. Lass mich raten. Nee, hä, nicht da. Hier ist das neu. Scheint nicht so. Ah, kein Spawnpoint. Na toll. Den werde ich dann selbst wohl setzen müssen. Hier. Also bisher wirklich nicht schwer, was hier los ist. Bin mal gespannt, was noch kommt. Allgemein, wenn ihr Vorschläge für Maps in Minecraft habt, die ich spielen kann, das will ich jetzt noch mal kurz gucken. Das war's. Das ist auch so ein Code, nenne ich's mal. Den kenne ich erst seit ganz kurzer Zeit. Oh. Das war einfach hier. Und ich habe das Gefühl, ich erwarte zu viel. Zack. Ein Glasraum. Sicher ist da nicht das Ding. Push if you want spawn point. I
I believe I can fly mit Gewitter, ouch. Na. Hä? So viel zum Spawnpoint, da hat gelogen der Typ. Was ist denn das für eine? Oder war der zu blöd für einen Spawnpoint? Aber es ist gut, dass ich den Code jetzt mal weiß, weil ich auch mit anderen nochmal auf Gomme zum Beispiel TTT spielen wollte. Sehr gut gebaut, by the way. Das ist die Map, wo ich gerade war. Alter, das Jump'n'Run ist schon schwierig hier. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt. Boah, ich hab's geschafft. Ach, das könnte vielleicht ein bisschen schwerer werden. Zweimal auf Quarzblock und irgendwas ist hier in die Luft gegangen. Hier kann man anscheinend in dem Level wieder was finden. Level 5, das Village. Hier kann ich was öffnen. Und hier kann ich was öffnen. Hier finde ich, kann abbauen, Kies. Kies habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja gut. Alter, sei doch nicht so unnötig. Das Haus ist nicht wirklich komplett aus Kies. Wer gesagt, mit Kies gefüllt. Und was bringt mir das jetzt? Ah, warte, hier in der Wand ist noch... Hä? Hm. Schon wieder so einfach, echt jetzt? Was ist da drin? Ah, die versteckten Schätze, die sind wohl so eine Bonus-Challenge und sind, die versuche ich auch alle zu finden. Die sind offensichtlich immer in... ich habe gerade Iblali geguckt, ein Best-of, wie ihr vielleicht gesehen habt. Da, nee, nimm einfach. Ah ja, übrigens, falscher Knopf. Schön, dass du mir das nochmal sagst. Ich hoffe, ich habe das jetzt rausgeschnitten. Wenn nicht, wisst ihr halt, dass ich gerade ein Best-of Iblali geguckt habe von Alitels. Alitels war immer so lustig. Schade, dass das nicht mehr wirklich kommt. Und jetzt geht's in Level. Keine Ahnung. Oh Gott, Blindness. Hier gibt's auch wieder. Es ist so dunkel hier drin, ne? Und da sind viele Knöpfe. Das steht im Chat. Die Schätze waren mal wieder sehr kompliziert versteckt. Boah, Alter, es nervt so langsam zu sein. Und ich muss hier jetzt einfach einen richtigen Knopf finden. Ich guck erstmal. Ich erwarte von der Map halt im Moment nicht wirklich was anderes. An sich wäre es halt natürlich cooler, wenn hier irgendwo was ein versteckterer Knopf wäre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn dann hier ganz weit oben irgendwas ist. Das sieht aber so aus, als wäre es tatsächlich ein ziemlich schwieriger Knopf im Vergleich. Komm, zumindest die Slowness muss doch nicht sein, oder? Warte, war da was? Das wird nervig.
Vor allem, ich hab jeden Knopf doch gedrückt, oder nicht? Und auf dieser Map gibt's halt nichts anderes. Die Schätze halt. Also die Blindness behalte ich jetzt mal, aber ich mach die Langsamkeit weg. Die Langsamkeit geht nicht weg, toll. Günther YouTube Minecraft Blindness für 10.000. Das geht. Jetzt muss ich hier Game Mode 1 Milch und dann den Effekt, den ich gerade hier gesagt habe, wieder reinhauen. Gut. Ich glaube, das war mit der Slowness, um die Sichtweite zu verringern. Wahrscheinlich damit man irgendeinen höher gelegenen Knopf nicht findet, da bleibe ich bei. Die hier habe ich safe schon alle gedrückt. Hä, habe ich. Ich muss. Ich habe echt einen übersehen. Ich kann abbauen Spinnennetze und hier ist eine Milch. Ach, oh, ey. Das ist ein echt tolles Level. Sehr spannendes Design. Laufen an den Rand ab. Der Knopf ist direkt vor mir und ich sehe es nicht. Läuft bei mir. Hier gibt es anscheinend wieder einen Schatz. Da ist nix im Wasser. Oder das ist ja. Okay, das. Oh. Ich bin einfach zu blind. Kann abbauen Golderz. Ich bin einfach zu blind. Wetten, das war der andere Hügel. Oh ne, bin richtig. Hier finde ich dann die andere Picke für Dia. Da ist doch was. Irgendwas ist doch hinter dieser Kiste. Damit kommt man wieder hoch. Aber das sieht man. Mal gucken, ob ich noch was finde. Erst Gold, dann Dia in der Reihenfolge ist das, was ich hier habe. Hier muss das Dia-Erz. Kacke, war doch das andere. Ich soll vielleicht auch ein bisschen lauter reden, ich selber. Hi. Hier ist der Knopf. Kann abbauen Steinkohle.
Das ist jetzt wohl der Bonus-Content. Also Dias habe ich ja 3 Stück. Hier unten wird der Schatz sein. Was eine Überraschung. So ein paar Dias mehr. Und Gold habe ich nur das Erz und das kann ich nicht verwenden. Das war jetzt auch echt überraschend. Die Schätze kann ich ja auch einlagern. Also ich sag's, ich hätte zwar eine anspruchsvollere, cooler gefunden, werde ich sicher auch. Meine Spielen finde ich hoffentlich auch. Wenn das ist der falsche Weg. Oh, wer hätte es gedacht? Dann muss es hier sein. Ich hätte was Anspruchsvolleres auch cool gefunden. Übrigens ist das gerade ein Gag. Ich sehe den Knopf von hier aus. Denkt der Mann macht hier einfach das ganze Jump'n'Run? Ich sehe den Knopf, aber ich habe Angst, dass ich irgendeinen Schatz oder so verpasse. Kacke. So, jetzt brenne ich nicht mehr. Willst du mich verarschen? An sich... Ich kann sowas nicht! Junge! Ich stell mir das gerade ohne selber Spawnpoint setzen vor. Das. Als ob gestern nicht die orangene Seele im Omega Flowey Battle in Minecraft schlimm genug war. Ich hab das zwar eigentlich komplett rausgeschnitten, aber ich hab da locker eine halbe Stunde oder so gehangen und da ist anscheinend. Ich will die Jumps alle regulär schaffen. Übrigens, in der Kiste wird eine Picke sein, mit der man diese Steine abbauen kann. Ja, okay. Da ist er selber schuld, dass man das kann. Das ist halt schlecht gebaut. Das ist auch auf jeden Fall Kritikpunkt an. Feuerschutz. Hat mich getroffen. Ich weiß nicht, wie viel Night Vision hier bringt. Kacke, ich verwechsel das immer, aber bringt offensichtlich eh nix. Und hier soll ich jetzt irgendwas finden, oder? Nee, das ist echt mies. Woher soll ich jetzt wissen, wo genau hier in der Lava was ist? Das ist schon unnötig. Und sehe ich jetzt auch nicht ein.
Das ist, denke ich, neben der Map. Da scheint eine Kiste zu sein. In die Richtung, ja. Kann abbauen, Bruchstein. Absolut unnötig, aber kann man nichts machen. Hey, da ist der echte Knopf. Dann ist das ein Fake-Button. Aber den kann man von unten drücken damit. Level 10, die End. Also vermutlich das letzte Level der Folge. Hier habe ich Leitern, die aus irgendeinem Grund auf Glück verzaubert sind. Ja, die Waffen lasse ich mal hier. Hier gibt es wieder Schätze. Das kann auf Obsidian platziert werden. Na toll. Ich weiß zwar nicht, wie der das denkt. Denkt der. Ich glaube, der dachte wirklich, man braucht da drei Leitern für. Theoretisch können. Also, hat er dran gedacht. Ich eigentlich schon hier auf deutlich höhere Druck. Ich mach das Ganze effizient. Das hier ist ein Troll oder was? Hä? Kann abbauen Endstein. Ich habe halt nicht mehr so viele Leitern. Endstein, die tolle Sache ist. Also es wird hoffentlich hier sein, weil sonst Endstein ist der gesamte Boden. Und ich muss das jetzt auch gucken. Und ich glaube, ich bin im Game Mode 0. Gewöhnungssache, ich spiele nie auf 2. Ich hoffe, der will jetzt nicht wirklich, dass ich hier den Boden umgrab. Ich kann mir das jetzt echt nicht die ganze Zeit machen. Da ist eine Truhe. Kommt man da irgendwie? Hey, wie kommt man da? Oh, lol, das war die. Da ist dort im Boden. Hier ist was drinnen, unter dieser Kiste, ganz weit drunter. Und Game Mode 2, muss man sich da reinbauen oder? Ja. Es war so klar und so nötig. Ah, ich drücke wieder die falsche Taste die ganze Zeit. Ich drücke die ganze Zeit aus Versehen auf die Fest. Nicht Fest. Dings-Taste. So, den Knopf brauche ich noch, aber wo der ist, ne? Da oben. Ja, und jetzt habe ich auch mehr als genug Leitern hierfür. Wow, das geht so ja gar nicht. Warte, wenn ich das theoretisch, das teste ich mal da oben. So kann man sich hier theoretisch die Hälfte an Leitern sparen. Wer gesagt, sogar mehr oder nicht? Bin gerade ein bisschen doof. Und ich glaube, Treasure Room 2, 3, 4, 5. Denkst du, ich habe die gezählt. Ich müsste eigentlich alle gefunden haben.
Excellent Hunter, sonst gäbe es Very Good Hunter, Good Hunter, Bad Hunter, Very Bad Hunter. Ja, nicht sonderlich spannend, nicht sonderlich toll, bin ich ehrlich. Ja, wir sehen uns in irgendeinem anderen Video. Wenn ihr eine coole Find-the-Button-Map kennt, die auch anspruchsvoll ist, schreibt mir mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann bei irgendeinem anderen Video wieder. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch vielleicht ein Abo da. Bis dann. Ciao.